angestellt bei der Free Software Foundation Europe. Und wir sind ein Verein, der ein gemeinnütziger Verein, der Menschen die Kontrolle über Technologie geben möchte. Und das eben mit Hilfe der Verwendung freier Software. Und in diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns eben auch mit digitaler Nachhaltigkeit und insbesondere im Moment der digitalen Nachhaltigkeit rund um Smartphone. Und aus diesen Erkenntnissen möchte ich eben heute wieder sprechen und davon erzählen. Der Vortrag ist in vier größere Abschnitte geteilt. Ich möchte anfangs über den Energie- und Ressourcenverbrauch von IT im Allgemeinen sprechen, dass wir dann ein gleiches Verständnis davon haben und dann im Speziellen auf das von Smartphones kommen. Die Lösungspotenziale freier Software danach besprechen, wenn wir diese Problematiken erstmal erkannt haben. Darauf aufbauen vier Leitlinien, die uns helfen für eine nachhaltigere digitale Gesellschaft und eben wie schon gesagt, am Ende auch, wie wir uns selber einbringen können. Hardware verbraucht Energie. Ich glaube, das ist den meisten bekannt. Spätestens, wenn unser Smartphone mal wieder keinen Strom hat und der Akku leer ist, dann fällt uns auf, dass diese Hardware eigentlich auch Energie verbraucht. Und in Anbetracht dessen, wie viele Smartphones auf der ganzen Welt gibt, kann man sich vorstellen, dass das alles zusammen ziemlich viel Energie ist. Und natürlich gibt es nicht nur Smartphones, es gibt auch noch Computer und andere Recheneinheiten, die viel Strom verbrauchen. Und es wird auch voraussichtlich so sein, jetzt habe ich hier ein Problem mit meiner Maus, na gut, dass in Zukunft noch mehr Energie verbraucht werden wird. Ich habe hier einfach mal beispielhaft angezeigt, künstliche Intelligenz verbraucht zum Ort große Rechenzentren, die riesige Datenmengen verarbeiten. Die sogenannten Smart Cities, die gedacht sind, in denen Sensoren den Verkehr leiten werden, die auch ständige Berechnungen anstellen müssen und viele Computer benötigen. Und aber auch im privaten Bereich Smart Home und das Auto ist ja inzwischen auch nur noch ein rollender Computer. Also ja, Hardware verbraucht viel Energie, um zu laufen, was nicht so ganz bisher bewusst ist. Noch mehr Energie verbraucht Hardware allerdings in der Produktion. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel genommen von, also aus dem Environmental Responsibility Report von Apple, weil ich fand, dass der grafisch ja so gut aufgearbeitet ist. Und dem können wir entnehmen, dass 79% der gesamten CO2-Emissionen, die in einem Lebenszyklus von einem iPhone stecken, in der Produktion vor allem und im weltweiten Transport stecken und gerade mal 19%, also unter 20% in der eigentlichen Nutzung. Und das Muster ist jetzt hier für Smartphone, das ist aber nahezu aller Elektronik das Gleiche. Das ist in Waschmaschinen der Fall und das ist auch in den Autos wahrscheinlich der Fall. Also ist das eigentliche Problem dann auch die kurzen Nutzungszeiten dieser Hardware. Weil wenn die meiste Energie in der Produktion aufgewendet wird, dann wäre natürlich logisch zu schlussfolgern, dass wir weniger produzieren und die Geräte länger benutzen, um weniger CO2 auszustoßen, um weniger Ressourcen zu verbrauchen. Es gibt auch noch ein anderes Problem, das da zusammenhängt. Hier habe ich den globalen E-Waste-Monitor genommen. Der sagt 53 Millionen Tonnen Elektroschrott allein im Jahr 2019. Ich habe auf einer anderen Quelle gelesen auch, das ist anscheinend mehr als alle Flugzeuge dieser Welt zusammen, um sich mal vielleicht eine gewisse Vorstellung davon zu machen, wie viel Elektroschrott das ist, in einem Jahr und davon gerade mal 17% recycelt. Also da sollten wir anfassen, die kurzen Nutzungszeiten zu verlängern. Was auch nicht so bekannt ist oder oft übersehen wird, Softwareentwicklung selbst verbraucht auch Energie. Nicht nur die Hardware, sondern auch die Softwareentwicklung. Da sind viele Menschen beteiligt oft, die fahren zur Arbeit, die machen das Licht an und die Klimaanlage, die Räumlichkeiten benötigen Energie. Natürlich sind also so große Softwareprojekte, da sind irgendwie 1000 Menschen, die verbringen 1000 Arbeitsstunden. Das sind also riesige Mengen an Arbeitszeiten, die drinstecken. Und auch jede Menge Hirnschmalz, weil es ein sehr kompetitiver Sektor ist und Innovation hier gefragt ist. Und wir haben hier also einen hohen Energieaufwand, um diese Software zu entwickeln, aber das gleiche Problem wieder.
oft sehr kurze Nutzungszeiten. Oft ist es so, dass, also der, sag ich mal, der schlimmste Fall ist, oder unnötigste Fall ist eigentlich, dass eine Firma ein Softwareprodukt in einer Version X hat und dann eine Version X plus 1 veröffentlicht und damit die Version X nicht länger unterstützt. Und der drastische Fall ist eben, dass die Software ganz aufgehört wird. Hier gibt es eine Seite, den Google Friedhof, der ist da ganz erleuchtend, finde ich. Der zeigt nur Google-Produkte, die eingestellt wurden. Und das sind seit 2006 166, das sind also mehr als 10 pro Jahr. Und es gibt sich hier eine durchschnittliche Lebenszeit von 4 Jahren und einem Monat, was ja doch wahrscheinlich sehr gering ist. Und jetzt fassen wir mal beides zusammen, um dann auch nochmal eine Vorstellung zu haben, wie viel eigentlich diese IT so ressourcen- und energiemäßig verbraucht. Wäre das Internet ein Land, dann wäre das verschiedenen Quellen zufolge Platz 3 der höchsten Stromverbraucher. Und Platz 6 der höchsten CO2-Emittenten. Und immer wieder liest man auch, aber es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wer welche Statistik bezahlt oder so. Aber immer wieder liest man auch inzwischen, dass das Internet mehr CO2 produziert als der globale Flugverkehr. So, jetzt nehmen wir uns mal ein, also das ist die gesamte IT jetzt hier betrachtet, jetzt nehmen wir uns mal ein besonderes Exemplar davon heraus, das Smartphone, weil wir vermutlich alle so ein Smartphone besitzen und damit unsere guten und auch schlechten Erfahrungen machen. Also das Smartphone, es werden 1,5 Milliarden Smartphones pro Jahr produziert. Wir hatten es ja schon davon, 80% der Energie wird für diese Produktion, also der Smartphone, alle, den gesamten Smartphone-Sektor, ist 80% der Energie, die in diesem Smartphone-Sektor entstehen und benötigt werden, in der Produktion, das hatten wir schon. Und sie sind inzwischen auch zu bis zu 10% des jährlichen Elektroschrotts verantwortlich. Das sind immerhin dann ja auch 5 Millionen Tonnen. Also um eine Forschung zu haben, was für ein riesiger Sektor das ist. Der Sektor wird dann auch noch geprägt von einem ganz dominanten Player, nämlich dem Android. Wir haben hier, deswegen haben wir als Free Software Foundation Europe eine Kampagne entwickelt, darüber werde ich gleich noch reden, die Upcycling Android Kampagne, weil auch jeder, je nachdem, welche Statistik man glaubt, hat Android einen Marktanteil von 70-90%, sage ich mal. Naja, und jetzt rechnen wir mal, ich rechne jetzt mal richtig schön so, also möglichst zugunsten des Androids und aber die Zahlen werden trotzdem sehr drastisch werden. Also jetzt rechnen wir mal, es wären nur 66% dieser Telefone wären Androids. Dann sind es ja bei 1,5 Milliarden immerhin noch 1 Milliarde Telefone. Und jetzt stellen wir uns mal auch noch vor, okay, die Hälfte dieser KundInnen sind neue, also Menschen, die noch nie ein Smartphone hatten. Natürlich, die brauchen ja auch irgendwann eins, jeder braucht ein Smartphone. Und nur die andere Hälfte würden tatsächlich ihre eigentlich bestehenden Smartphones austauschen. Und dann sind es ja immer noch 500 Millionen. Und wenn jetzt davon nur ein Drittel ihr Telefon ein Jahr länger nutzen würde, also wir haben ja das Problem eben, diese kurzen Nutzungszeiten. Also bei den Smartphones liegen die im Moment so bei 2,5 Jahren, sagen verschiedene Quellen so, ja. Wenn die ein Jahr länger liegen würde, also wenn ein Drittel sogar nur ihr Smartphone ein Jahr länger nutzen würde, dann wären das schon 166 Millionen Smartphones, die jedes Jahr nicht produziert werden müssten. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Zahlen schon sehr schön gemacht. Die sind sicherlich 2 oder 3-mal so hoch. Ja, wie funktioniert das? Wie kann ich denn das Telefon länger benutzen? Da spielen ja verschiedene Faktoren mit rein, warum die Nutzungszeiten so kurz sind. Und ein paar dieser Probleme, die können nämlich gelöst werden, die hier ganz wichtig mitspielen, die können gelöst werden durch die Verwendung freier Software. Freie Software, viele kennen das vermutlich, aber damit wir alle auf einem gleichen Stand sind und wissen, worüber wir reden. Also freie Software ist alle Software, die unter einer gewissen Lizenz veröffentlicht wird. Und diese Lizenz, die gibt allen NutzerInnen dieser Welt die 4 Freiheiten, die Software zu jedem Zweck zu verwenden. Das heißt, ich kann damit machen und tun, was ich möchte. Es gibt keine Nutzungseinschränkungen dieser Software. Es gibt auch keine Premium-Software und
und nicht Premium-Software und so weiter, sondern die Software, jeder Mensch dieser Erde darf das gleiche dann machen und darf damit alles tun, was er möchte. Es ist die Freiheit, die Software zu verstehen, und das heißt, ich kann den Source Code sehen, ich kann also lesen, was das Programm tut und ob es das tut, was es eigentlich behauptet, was es tut. Ich kann die Software verbreiten, das heißt, ich kann davon Kopien erstellen, ich darf sie meinen Nachbarn geben oder ich darf sie ins Internet hochladen oder ich darf dann alles, also jedem Menschen dieser Welt weitergeben. Und ich kann sie verbessern, das heißt, ich kann diesen Source Code nicht nur sehen, ich kann diesen Source Code auch ändern, ich kann die Software verbessern und ich kann diese Verbesserungen auch mit meinen Mitmenschen teilen und weiter verteilen. Das hat schon sehr viele nachhaltige Aspekte drin, diese Freiheiten, um sie nur ganz kurz mal anzuleuchten. Die Freiheit zu verstehen zum Beispiel ist sehr wichtig, weil Software geschieht in Abhängigkeiten und Software baut aufeinander auf oder wiederverwendet Module anderer Software. Und so werden dann eben Softwarearchitekturen zusammengestellt aus verschiedenen Softwarekomponenten. Und wie in diesem Comic hier etwas lustig dargestellt, entstehen natürlich Abhängigkeiten und irgendwann habe ich halt ein Modul drin, das wurde vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren von einer Firma oder einer anderen Organisation programmiert und die Firma gibt es vielleicht nicht mehr, dann ist es eben entscheidend, ob ich den Source Code sehen kann und selber Hand anlegen kann oder nicht, weil wenn ich dann nicht den Source Code sehen kann, dann habe ich eben ein Problem in meiner Infrastruktur. Die Freiheit, die Software zu verbreiten, ist natürlich eine sehr soziale Freiheit. Es können einfach alle Menschen ganz gleich des Hintergrunds oder des Bildungszugangs oder anderen Dingen, solange sie einen Computer haben, können sie an dieser Software teilhaben. Und die Freiheit zu verbessern führt dazu, also der Linux-Kernel ist, das ist quasi ein Produkt, das schon seit Jahrzehnten stetigst verbessert wird von Menschen aus der globalen Welt. Und da sieht man sehr deutlich, wie effizient dieser Kernel ist. Er ist so effizient, dass er inzwischen auf nahezu allen Computern läuft. Er läuft insbesondere auf allen Supercomputern, auf den Servern, die das Internet stellen. Und er läuft aber auch auf alter Hardware, die schon 10 Jahre, 15 Jahre alt ist. Also auch hier sehr nachhaltige Entwicklung abzusehen. Unterm Strich aber vor allem dient freie Software dazu, dass ich eben Software wiederverwenden kann. Und das ist eben eine Möglichkeit, um diese kurzen Nutzungszeiten zu unterbrechen. Weil selbst wenn jetzt, nehmen wir das Beispiel Google, wir hatten vorhin diesen Google-Friedhof, wenn Google eine Software als freie Software publiziert und dann aber nach 4 Jahren beschließt, na, lohnt sich nicht mehr, haben wir keine Lust mehr darauf, wir stellen die Software ein, dann ist die Software dennoch zugänglich für alle anderen Menschen dieser Erde. Und es kann eine andere Firma kommen und sagen, okay, dann machen wir eben weiter. Wenn es für euch sich nicht lohnt, für uns lohnt sich das. Bei uns in Brasilien, wir haben ganz viele NutzerInnen, für uns lohnt sich das. Wir machen hier eine kleine brasilianische Version daraus zum Beispiel. Und so kann eben die Software wiederverwendet werden und es entsteht ein Zirkularkreislauf und die kurzen Nutzungszeiten, Dynamik wird durchbrochen. Freie Software kann auch Leben retten. Das wussten wahrscheinlich die meisten noch nicht. Und freie Software kann nicht die Leben retten von Hardware. Weil nämlich auch hier können diese kurzen Nutzungszeiten endlich durchbrochen werden. Und dazu habe ich ein kleines Video mitgebracht, das das sehr, sehr gut erklärt. Und sicherlich noch besser erklärt, als ich das kann jetzt in aller Kürze. Und deswegen bitte ich jetzt einfach mal die Regie, dieses Video abzuspielen. Jedes Jahr werden weltweit 1,5 Milliarden Smartphones hergestellt und leider wohl auch genauso viele nach meistens viel zu kurzer Nutzungsdauer weggeworfen. Da der Abbau der benötigten Rohstoffe unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt, der Energieaufwand zur Herstellung der Einzelteile extrem hoch ist und die Herstellungs- und Lieferkette mehrmals den Globus umspannt, hat das verheerende Folgen für unsere Welt. Dabei ist ein Hauptgrund für diese kurze Nutzungsdauer schnell erklärt. Das Betriebssystem eines Telefons wird üblicherweise fortlaufend erneuert. Aber viele Hersteller verzichten bereits nach kurzer Zeit darauf, dir diese Aktualisierungen auch auszuliefern, was die Installation von aktuellen Apps erschwert und Sicherheitsprobleme erzeugt. Die neue Software sollst du nur bekommen, wenn du auch ein neues Telefon kaufst. Und das, obwohl dein bisheriges eigentlich noch top funktioniert.
Doch anstatt dein Gerät deswegen gleich zu ersetzen, kannst du die Software viel besser selbst aktualisieren, indem du ein freies Software-Betriebssystem installierst. Das bringt die wertvolle Hardware, die oft noch viele Jahre halten kann, sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand. Und du kannst wieder aktuelle Apps installieren und auch endlich alle unerwünschten deinstallieren. Wenn jede oder jeder Dritte von uns das Gerät nur ein Jahr länger nutzen würde, könnten jedes Jahr die Ressourcen für hunderte Millionen Smartphones verschont bleiben. Also mach mit, hilf der Umwelt, spare Geld und nutze freie Software als Werkzeug für Selbstbestimmung und gegen Verschwendung und Obsoleszenz. Auf upcyclingandroid.org findest du Hintergründe dazu, wie du das Leben deines Android-Smartphones mit freier Software verlängern kannst. Dort findest du auch wichtige politische Forderungen und wie du dich einbringen kannst, Hilfe zur Selbsthilfe und weitere Ideen. upcyclingandroid.org. Super, vielen Dank. Also, das Video hat ja jetzt in aller Kürze, glaube ich, die Zusammenhänge sehr, sehr gut erklären können. Weil es aber so kurz war, würde ich jetzt einfach nochmal gerne ein paar Details aufgreifen, die in diesem Video auch genannt wurden, um da noch das vielleicht besser noch mitzunehmen auch. Und daraus leite ich dann vier Leitlinien für eine nachhaltigere digitale Gesellschaft ab. Also das erste Problem, das ja auch im Video hier sehr deutlich angesprochen wurde, ist diese Software-Obsoleszenz. Das Problem ist eben, also, oder sagen wir so stelle ich mir eigentlich vor, wie es normalerweise sein sollte. Ich habe ein Telefon, dann das kaufe ich dann mit einer Software-Version X und dann kommt irgendwann eine Version X plus 1 raus und dann installiere ich die wieder vom Telefon und dann geht das immer so im Kreis. So wäre ja eigentlich die optimale Vorstellung, die wir uns wünschen. In der Praxis sieht es dann leider eher so aus. Ich kaufe also ein Telefon mit Version X, dann schließt der Hersteller, wir haben jetzt ein neues Telefon, das alte Telefon, das unterstützen wir nicht länger. Wir möchten ja unser neues Telefon verkaufen, wir haben also ein Ende des Supports. Und das läutet dann meistens auch das Ende der Hardware ein, weil die NutzerInnen dann vor das Dilemma gestellt sind, entweder ein unsicheres Telefon zu benutzen oder eben ein neu zu kaufen, nur um die neue Software abzuspielen. Und meistens entscheiden sie sich dann eben für das neue Telefon. Aber das ist natürlich nicht besonders nachhaltig. Und jetzt kommt eben hier die freie Software ins Spiel. Die kann diese Problematik nicht auflösen, weil zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall Android ist in großen Teilen auch freie Software. Deswegen gibt es Communities, die nehmen diesen Teil, diesen freien Teil, machen daraus eine neue Version, das nennt man dann Custom ROM, machen daraus also eine freie Software-Version, fügen auch ein bisschen andere freie Software hinzu und bauen daraus ein neues Betriebssystem in der gleichen Version. Und wenn jetzt eine neue Version rauskommt, dann machen die das genau das Gleiche nochmal. Aber mit einer Abwärtskompatibilität, das heißt, habe ich mich also mit meinem Telefon mal entschieden, auf dieses Custom ROM zu gehen, dann kann ich dort meistens mitgehen in der Folge und der fortfolgenden Version und damit mein Telefon schon mal um einiges länger benutzen. Das funktioniert nicht nur mit Custom-ROM-Versionen, das funktioniert auch mit anderen Freie-Software-Betriebssystemen. Es gibt auch komplette GNU-Linux-Betriebssysteme, in denen das funktioniert und mit denen ich dann genauso fortfolgend mein Telefon weiter benutzen kann. Aber nicht nur als Telefon, wenn wir das noch ein bisschen weiter denken, unsere Telefone sind richtig, richtig kompetente Computer. Also im heutigen Smartphone, die steckt mehr Rechenpower drin als in dem Computer, der die erste Rakete zum Mond geschossen hat. Es ist also selbst nach 5, 6 Jahren, wenn irgendwann ist mein Telefon vielleicht zu alt, die Kamera ist dann vielleicht doch zu alt, und weiß ich nicht. Dann kann ich nach 5, 6 Jahren aber vielleicht das Telefon als etwas anderes benutzen. Da ist ja ein super dicker Computer drin. Ich kann damit mein Smart-Home-System betreiben. Ich kann damit das als Media Station oder andere computerähnliche Sachen betreiben, indem ich einfach den Computer nehme und halt ein komplett anderes Betriebssystem aufspiele, das gar nichts überhaupt mit Telefon zu tun hat, sondern eben vielleicht mit meinem Home-System. Und damit das möglich ist, und das wurde eben auch nochmal deutlich
die Wiederverwendung unserer Hardware und damit eben, also die Wiederverwendung fördern und damit den Elektroschrott reduzieren. Und damit das möglich ist, benötigen wir ein universales Recht, jede Software auf jedem Gerät zu installieren. Das klingt so simpel, aber in der Wahrheit ist es leider nicht so, weil Hersteller sehr häufig da viele Steine in den Weg legen, die technische, juristische oder vertragliche Einschränkungen auferlegen, damit NutzerInnen genau das nicht tun. Und das sollte eben hier verboten sein, beziehungsweise im Umkehrschluss das universale Recht etabliert werden, jede Software auf jedem Gerät zu installieren, damit wir unsere Hardware länger nutzen können. Der zweite Punkt ist eine freie Wahl von Online-Dienstleistungen. Hier ist der entspringende Punkt, was wir immer häufiger jetzt sehen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Home-System, da habe ich dann Sensoren, die sagen, okay, es wird warm, lass uns die Fenster öffnen. Und dann, die sprechen mit einer Cloud, in dieser Cloud wird dann die Information verarbeitet, die sendet dann zurück, sagt Fenster öffnen. So, jetzt geht der Anbieter vielleicht bankrott, damit ist die Cloud nicht mehr verfügbar und dann habe ich jetzt dann das Problem, ich habe lauter Sensoren in meinem Haus, kann die aber alle wegschmeißen, weil der Ursprungsanbieter nicht mehr zur Verfügung ist. Und viel einfacher wäre doch, ich würde einfach die Sensoren belassen und den Anbieter wechseln. Und das wird heutzutage auch leider viel zu oft erschwert, obwohl das rein künstlich limitiert ist. Setzen diese Anbieter nämlich auf offene Standards, dann kann ich einfach den Anbieter wechseln. Wir brauchen also ein universales Recht, alle Grundfunktionalitäten eines Gerätes mit der freien Auswahl des Dienstleisters auszuüben. Und diese offenen Standards, die ich gerade angesprochen habe, helfen uns nicht nur in der Verbindung zwischen den Geräten und der Cloud, sondern auch zwischen den Geräten untereinander. Wir kennen die Problematik sicherlich, die Inkompatibilität von Produkten. Ich habe also verschiedene, also die Hersteller, die erzeugen sehr oft Insellösungen, die möchten ihre eigenen Produkte verkaufen und die möchten nicht irgendwie kompatibel sein mit anderen Produkten, obwohl es wirklich rein künstlich limitiert ist. Aber sie möchten ja eine Abhängigkeit erzeugen. Im Industriezeitalter wurde diese Problematik dann durch Standardisierung gelöst. Dann gab es halt einen Stecker und den mussten jetzt einfach alle benutzen. Fertig. Im digitalen Raum kann man das noch intelligenter betreiben. Da gibt es eben die schon angesprochenen offenen Standards. Das heißt, jedes Gerät kann in sich selber seine eigenen Technologien benutzen und Eigenentwicklungen beinhalten, solange dann eine Schnittstelle besteht, die mit offenen Standards kommunizieren kann, also ein gemeinsamer Standard quasi zwischen allen besteht und in diesen muss das quasi übersetzt werden und wieder zurück übersetzt werden. Und schon können diese Geräte miteinander perfekt kommunizieren und trotzdem jeder seine eigene Suppe kochen und seine eigenen Entwicklungen betreiben. Das führt auf Dauer möchten wir dann damit eben eine Interoperabilität der Dinge erreichen. Und das hilft mir dann, dass ich das eine Produkt mit dem anderen kombinieren kann und nicht austauschen muss so häufig und damit auch eine längere Nutzungszeit der Hardware erreiche. Also ist das hier die nächste Forderung, eine Interoperabilität der Dinge und die Möglichkeit, verschiedene Hardware und Software zu kombinieren und wieder zu verwenden mittels offener Standards. Und die auch aufdrängende Problematik in der Nutzungszeit von Hardware ist, der fehlende Zugang zur Hardware häufig. Das hier sieht ja noch ganz gut aus. Da habe ich immerhin die Möglichkeit, das Telefon zu öffnen. Häufig können wir das ja schon gar nicht mehr machen. Und hier spielt aber auch Software wiederum eine sehr große Rolle. Und was wir fordern, ist nämlich eine Veröffentlichung der für Software wichtigsten Komponenten. Das sind die Schnittstellen, die hatten wir gerade schon, die quasi notwendig sind für die offenen Standards, damit die Geräte miteinander kommunizieren können. Es gibt also immer eine Schnittstelle in einem Gerät, die mir dazu dient, mit diesem Gerät zu kommunizieren. Die Treiber, die dafür notwendig sind, um Module zu betreiben, Kameras, Wi-Fi-Modul und andere Komponenten des Telefons. Tools, also Software, die mir Analyse ermöglicht des Gerätes, die mir Fehler anzeigt und Diagnosemöglichkeiten bietet und Dokumentation der gesamten Hardware.
Diese Komponenten sollten unter einer freien Lizenz veröffentlicht sein. Freie Lizenz heißt quasi wiederum eine Lizenz, ähnlich einer freien Software-Lizenz, die mir die vier Freiheiten gibt, diese Software zu verwenden, verstehen, verbreiten und zu verbessern. Und dadurch habe ich dann tatsächlich einen realen Zugang zu meiner Hardware. Und das ist dann eben auch sehr wichtig für das Recht auf Reparatur, das ja auch immer wieder gefordert wird. Also wir haben viel Kontakt mit Reparatur-ähnlichen Institutionen, die genau diese Möglichkeiten benötigen, um fortan auch elektronische Geräte reparieren zu können. So, zusammengefasst sind dann das also diese vier Leitlinien, die wir uns hier, die wir auch als Verein propagieren wollen oder tun. Das universale Recht, jede Software auf jedem Gerät zu installieren, die freie Wahl von Online-Dienstleistern, die Interoperabilität der Dinge mit offenen Standards und der freie Zugang zur Hardware. So, wo spielt es jetzt eine Rolle? Diese Leitlinien, die spielen nämlich jetzt eine ganz besondere Rolle in den europäischen kommenden Monaten oder auch Jahren. Wird die Europäische Union die aktuell geltenden Öko-Design-Kriterien für Produkte revidieren? Das ist das letzte Mal geschehen. Die aktuellen Vereinbarungen sind von 2009, so also 13 Jahre her. Deswegen, die aktuellen werden sicherlich auch wieder 10 Jahre gelten. Das ist also eine historische Chance hier, einen Einfluss auszuüben. Und was wir erreichen möchten, zusammen mit einer breiten Allianz von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, dass wir nun die Bedeutung von Software für die Lebenszeit von Hardware anerkennen und dementsprechende Maßnahmen treffen. Die hatten wir gerade schon, die groben vier Leitlinien, und daraus leiten sich natürlich einzelne, aus diesen vier großen Leitlinien, sage ich mal, leiten sich dann ja im Gesetzestext detaillierte Ausformulierungen ab, aber die vier sind eben die groben Leitlinien, die wir hier einbringen möchten, weil nämlich damals 2009 noch keine Bedeutung der Software beigemessen wurde, die die Software hat auf das Ökodesign von Hardware. Und das wird nun dringend an der Zeit. Ich habe hier mal beispielhaft aufgeführt, also es gibt dann die Sustainable Product Initiative, es gibt die Circular Electronics Initiative, die Right to Repair Initiative und das Eco-Design for Tablets und Smartphones dieses Jahr. Und da kommen sicher noch ein, zwei mehr. Es gibt, die alle zusammen quasi bilden dann in den nächsten Monaten, werden sie quasi diese Eco-Design-Kriterien updaten. Und da ist es wichtig, jetzt eben aktiv zu sein und um dort für das kommende Jahrzehnt neue Regeln zu schaffen. Und dann komme ich zum Schluss. Jetzt die Frage natürlich, was können wir tun? Was können die einzelnen Menschen tun? Was könnt ihr tun? Also natürlich Initiativen unterstützen, die hier aktiv sind. Das ist natürlich die Free Software Foundation Europe. Haben wir ja gerade gehört. Die Leitlinien, die wir auch entwickelt haben, werden wir eben aktiv in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Und auch, also nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern da wir ein europäischer Verein sind, natürlich auf der europäischen Ebene, aber auch letztendlich in der Implementierung der Nationalstaaten. Dann haben wir diese Upcycling Android-Kampagne. Insbesondere, wenn ihr euch natürlich für die Lebenszeit von Smartphones interessiert oder euer eigenes Smartphone zum Beispiel länger nutzen wollt, dann empfehle ich da, diese Initiative anzuschauen. upcyclingandroid.org, das hatten wir schon gehört. Da gibt es viel Hintergrundinformationen dazu. Und dort gibt es dann auch zum Beispiel einen offenen Brief, der bald veröffentlicht wird, um damit Druck auf Politik auszuüben von einer breiten Allianz von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich gemeinsam hinter zentrale Forderungen für eine nachhaltigere Digitalisierung stellen.
Es gibt die Bits und Bäume-Konferenz, die findet im Oktober dieses Jahr statt, im ersten Oktoberwochenende. Das ist die größte europäische Konferenz zur digitalen Nachhaltigkeit. Lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Wer nicht hingehen kann, möchte, lohnt sich auf jeden Fall den Stream anzuschauen. Wer sich für dieses Thema interessiert, auch dort wird sehr viel natürlich Politik betrieben. Man kann sich auch bilden über die Zusammenhänge, größeren Zusammenhänge, digitale Nachhaltigkeit. Und auch persönliche Empfehlung noch ist das Right to Repair Initiative. Das ist eine europäische Initiative, die sich eben, wie der Name sagt, auf das Recht auf Reparatur spezialisiert. Und das wird eine sehr große Rolle spielen in den kommenden Monaten. Und auch hier wird sehr viel Kommunikation geschehen. Also deswegen, wer die Initiativen, also es ist natürlich immer gut, solche Initiativen, das sind alles gemeinnützige Organisationen, die dahinter stehen, wenn man die finanziell unterstützen kann oder mit Idealismus oder mit Zeit, mit freiwilliger Tätigkeit. Wenn nicht, dann ist es auch schon super, wenn man der Kommunikation folgt, und da gibt es immer wieder Elemente, in denen man partizipieren kann. Es gibt zum Beispiel diesen offenen Brief oder es gibt einen Aufruf, PolitikerInnen zu kontaktieren und E-Mails zu schreiben oder andere Dinge. Also wenn ihr den Akteuren in ihrer Kommunikation folgt und dort vielleicht mal partizipieren könnt, dann ist auch schon sehr viel gewonnen. Natürlich das eigene Telefon und andere Elektronik einfach länger nutzen. Und da hatten wir eben upcyclingandroid.org, da stehen viele Tipps drin, wie das funktioniert. Dort machen wir auch Workshops und helfen dabei, NutzerInnen freie Software auf ihr Telefon zu spielen, damit diese ihr Telefon länger nutzen können. Das gilt auch für andere Elektronik. Auch die Empfehlung, in jeder größeren Stadt gibt es inzwischen ein Repair-Café oder ein Hackerspace. Da einfach mal hingehen, da findet man oft sehr nette Menschen, die gerne helfen, Technik zu verstehen, Technik wiederzuverwenden, Technik länger zu benutzen. Oder wenn es dann doch mal kaputt ist, nicht vielleicht immer ein neues Gerät kaufen. Es gibt dann auch natürlich Secondhand-Kleinanzeigen oder auch Rebuy. Das sind dann Geräte, die nochmal erneuert wurden, in Anführungszeichen, Secondhand. Und schließlich dem politischen Prozess folgen und dabei vor allem auch einen gesellschaftlichen Diskurs erzeugen. Also das Europäische Parlament, wir hatten ja gesehen, es sind wirklich, da passiert sehr viel in den nächsten 2 Jahren. Das Europäische Parlament ist sehr transparent. Die Medien werden darüber berichten. Schaut einmal, was ihr da sehen könnt. Redet mit euren Mitmenschen darüber. Nehmt teil am gesellschaftlichen Diskurs. Kleine Dinge können große Wirkung erzeugen. Und ich freue mich sehr auf die kommenden Monate und ich wünsche uns, dass wir es schaffen, eine nachhaltigere Verwendung unserer Hardware auf politischer Ebene zu etablieren. Und damit bin ich fertig und freue mich jetzt auch noch auf Frage und Antwort. Ja, vielen Dank, lieber Erik, für diesen spannenden Impuls und die Einblicke. Ich fand, da waren ganz viele spannende Sachen dabei, die mir auch noch nicht so ganz klar waren, tatsächlich, gerade so dieser Punkt, dass natürlich auch für die Softwareentwicklung enorm viel Energie und Ressourcen aufgewendet werden müssen, was, glaube ich, viele von uns gar nicht so im Blick haben. Das mit der Hardware ist, glaube ich, mittlerweile relativ bekannt, aber sozusagen gerade dieser Part Softwareentwicklung ist tatsächlich sehr spannend. Ich habe jetzt mitgenommen aus deinem Vortrag, im Prinzip gibt es ja so 2 Ebenen. Einmal die Ebene sozusagen der Politik auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und sozusagen die Frage, was man da machen kann, wie kann man dort sozusagen vielleicht auch Druck ausüben. Und auf der anderen Seite natürlich die Eigenverantwortung letztendlich, die bei jedem von uns vielleicht auch liegt, ne? Geräte länger zu nutzen beispielsweise. Es gibt ja tatsächlich auch Anbieter von Smartphones, die gezielt sozusagen auf eine lange Nutzung abzielen, indem man sie reparieren kann, indem man Teile austauschen kann und sowas. Also da ist natürlich ganz viel Eigenverantwortung bei jedem selbst noch auch da.
Wenn du hast ja die Upcycling Android Initiative von euch angesprochen, was würdest du sagen, wie einfach oder schwer ist es tatsächlich irgendwie sozusagen auch eigene Software auf seine Android-Geräte zu spielen? Muss man dafür schon so ein bisschen fortgeschritteneres Wissen haben? Ich weiß nicht, du hast angesprochen, ihr unterstützt ja auch dabei mit Workshops und so weiter. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, also genau, wie einfach oder schwer ist das für einen Laien? Also sagen wir so, es hängt so ein bisschen davon ab, was man kann keine allgemeine Regel hier feststellen. Es hängt wirklich total davon ab, welches Telefon ich benutze und was ich aufspielen möchte. Das ist einfach ein riesen, ja, es ist ein sehr diverses Feld, ein riesen Sammelsurium. Es gibt tatsächlich Kombinationen, die sehr einfach sind. Also es gibt inzwischen Web-Installer, das heißt, es gibt wirklich Telefone, die kann ich nehmen. Ich stecke ein Kabel rein und ich lade ein Programm runter und führe das aus und dann, also am besten natürlich vorher Daten sichern, das ist ja klar. Aber dann habe ich im Prinzip danach ein Calyx OS zum Beispiel oder ein Graphene OS oder anderes Betriebssystem aufgespielt. Das sind vor allem Telefone, die diese Pixel-Telefone sind zum Beispiel sehr einfach zu bespielen, weil vor allem, weil Google natürlich an sich diese Hardware nur verkauft als Showcase. So. Denen ist jetzt nicht so wichtig, dass man sich ein dauernd neues Flaggschiffmodell kauft, wie es jetzt zum Beispiel vielleicht das Sony oder so wichtig ist. Also die Hersteller machen auch viel mehr Schwierigkeiten, weil sie möchten einfach, die möchten nicht, dass man das Telefon so lange benutzt. Die möchten eher, dass man ein neues Telefon kauft. Während Google ist es egal. Google verdient sein Geld durch die Daten. Die möchten einfach, dass du das Android benutzt. Und die Hardware ist dann wiederum egal. So, also da zum Beispiel, da ist es relativ einfach. Und dann gibt es halt schon schwierigere Fälle, wenn ich natürlich, wenn ich so, je nachdem, ich sag mal so, es gibt eine Korrelation zwischen der Beliebtheit eines Telefons und dessen Verkaufszahlen und der Einfachheit, dort alternative Systeme aufzuspielen, weil natürlich auch die EntwicklerInnen, ein Telefon ist gut verkauft, haben auch viele EntwicklerInnen gekauft, dementsprechend haben die dann auch irgendwie Lust, da dran rumzuspielen und neue Versionen zu veröffentlichen. Und je weniger bekannt und je weniger verkauft ein Telefon wurde, dann wird es auch schwierig, sage ich mal. Aber dann liegt es auch teilweise wiederum daran, weil was halt eigentlich immer möglich wäre, und das ist halt so schade dann auch, wäre ein komplett anderes System aufzuspielen, zum Beispiel ein GNU-Linux-System. Und dann wiederum bauen Hersteller, die sperren einen Bootloader oder Hardware geht kaputt, wenn ich anfange, da jetzt ein Betriebssystem aufzuspielen. Also man sollte sich schon vorher informieren. Und deswegen ist wichtig, dass dort die Politik eingreift und solche Praktiken einfach unterbindet. Noch eine Frage aus dem Chat hier auch. Rainer hatte geschrieben, softwareseitig sind wir auf einem besseren Weg, allerdings hardwareseitig sieht er keine Besserung. Welche Lösungen siehst du für die hardwareseitige Lösung? Du hast bestimmte Punkte schon angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz so das kurz und Nicht knackig ganz klar, zusammenfassen. was jetzt quasi, was bei der Software gerade die bessere Lösung ist und bei der Hardware fehlt. Aber ja, ich denke, aber ich glaube, das läuft darauf hinaus, was ich gerade sagte. Also genau, es gibt eigentlich viele alternative Betriebssysteme und die Problematik besteht darin, dass Hersteller ihre Hardware halt verschließen. Sie möchten ihre neue Hardware verkaufen, die möchten nicht, dass man die alte Hardware länger benutzt. Und das ist einfach ihr ökonomischer Anreiz, der dahinter steckt. Und dann ist es eben Aufgabe der Politik, dort abzuwägen und zu sagen, okay, wir wollen aber auch unsere Welt retten, wir wollen auch die Umwelt retten und wir können uns das nicht länger leisten, immer weiter neue Smartphones zu produzieren oder also zu kurzen Nutzungszeiten. Also ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass Reparatur ermöglicht ist zum Beispiel. Also da ist ein ganz wichtiger Punkt. Und weil, wenn Reparatur ermöglicht wird, das heißt eben die Offenheit der Schnittstellen, der Treiber und der Tools und der Dokumentation, wenn das erreicht ist, diese Forderung, dann ist es sowohl für die Reparatur super, als aber auch für mein eigenes Eigentum. Es ist ja auch abstrus. Also wir haben ja manchmal Fälle inzwischen, John Deere möchte, wenn ich einen Traktor kaufe, dass ich den, obwohl ich ihn gekauft habe, nachher nur gemietet habe sozusagen, wegen der Softwarelizenz darauf. Also
es ist auch hier eine Frage von Eigentum. Wir müssen auch irgendwo mal darauf schauen, wenn ich dieses Gerät gekauft habe, dann sollte ich auch damit tun und lassen können, was ich will. Und wenn das ein alternatives Betriebssystem aufspielen ist, dann sollte das mein Recht sein. Genau, dann sind wir vielleicht sozusagen zum Schluss nochmal bei den Forderungen an die Politik, die du ja auch schon formuliert hast. Und wir hatten im Chat auch schon den Link zu dem offenen Brief Digitale Souveränität im Bundeshaushalt 2022 berücksichtigen. Warum gerade im Bundeshaushalt? Das ist ein anderer offener Brief, der jetzt aber auch jüngst von uns veröffentlicht wurde. Da geht es tatsächlich, da geht es ja mehr um allgemeine Aspekte. Also auf der Nähe, den ich vorhin ansprach, deswegen, ich bin noch nicht länger drauf eingegangen, müssen wir uns noch 2 Wochen gedulden. Genau. Da wurde jetzt ein falscher Link hineingepostet. Okay, also 2 verschiedene offene Briefe. Einer kommt noch, nämlich mit, einer ist schon da. Da steckt ihr sozusagen aber auch mit drin, ne? Genau. Genau. Super, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen hier im Chat und sage nochmal herzlichen Dank an dich für diesen Einblick. Genau, die Präsentation wird es hinterher ja auch noch geben. Das heißt, da kann man sich nochmal informieren, genau, was eure Forderungen konkret sind und wie man sich selbst sozusagen auch einbringen kann und da unterstützen kann, dass es in dem Bereich vorangeht.